Oh, nur 12.000. Weniger als erwartet. Oh, das wird eng. Oh, die sind schnell. Shit, das wird eng. Es hat keine Heilzauber. Anima hat noch keine Heilmagie. Shell of Z, das heißt, sie kann ich nicht nochmal Weltschmerz. Gott, die sind alle viel zu schnell. Geh mal, ihr normaler Angriff ist Ach, die Kleine hat offenbar enorm viel Zauberabwehr. Weltschmerz ist nämlich magisch. Ja, shit, und jetzt habe ich mit der Dicken ein Problem. Die hat nämlich einen hohen Abwehrwert. Und jetzt auch noch Shell. Das ist nicht gut. Okay, cool. Never fuck it. Ich halte mich nicht zurück, die können mich machen. Das ist nämlich noch eine Eigenschaft von Chaos Day. Jeder einzelne Hit trifft alle Gegner. Das heißt, obwohl es ein Multi-Hit-Angriff ist, teilt er sich nicht auf mehrere Ziele auf. Sondern verursacht einfach bei allen Zielen lächerlich hohen Schaden. 80.000. Hätte ich einen Meisterruf fertig gehabt, hätte ich diesen Kampf sofort beenden können. Rufen, Chaos Day, zack. Stop. That is enough. Aber naja. Besiegt ist besiegt. Und wie gesagt, auch Anima ist nicht unbesiegbar. Es ist einfach schön zu sagen, dass Anima auch nicht unbesiegbar ist. Bahamut hat tendenziell höhere Abwehrwerte später. Take this. Thank you. Perhaps you'll teach me again someday. Und jetzt haben wir alle ihre besiegt. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go. Send her. Man kann sagen, ich besiege sie nicht. Dann kann man gegen ihre verschiedenen Biester nochmal kämpfen, um Spheroiden oder sowas zu kriegen. Aber man kann sie auch besegnen. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Und dafür das zu tun, bekommt man das Luna-Siegel. Das Siegel für Yunas Waffe. Das werden wir, weil es auch eine Doppel-AP-Waffe ist, natürlich auch jetzt gleich verwenden gehen. Wirklich jetzt gleich. Und dann sind wir mit den Vorbereitungen, sag ich mal, fertig. Das klingt jetzt ein bisschen komisch von wegen Vorbereitungen. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Denn wir haben die Omega-Grotte gefunden. Das ist ein geheimer Dungeon. Und wie ihr für diejenigen, die vielleicht so Rollenspiele oder speziell Final Fantasies kennen, die werden ahnen, dass wenn ein geheimer Dungeon auf der Weltkarte versteckt ist, man da nicht unbedarft reingeht. Das nimmt kein gutes Ende. Und das ist hier genauso. Ich weiß nicht, die Omega-Grotte ist natürlich auch der beste Ort zum Level. Es ist der beste Ort zum Geld machen und der beste Ort zum Level. Ich weiß aber nicht, ob wir schon stark genug sind, um dort zu leveln. Gerade unsere HP bereiten mir noch echt Sorgen. Jetzt noch. Unsere HP sind ja auch nicht so lächerlich hoch. Und deshalb habe ich mir den Sicherheitsweg mit dem Ekstasewandler gemacht. Ich kann mit dem Ekstasewandler die Monsterfarm gehen. Wie viel Geld haben wir? 300.000, ne? Grummel, grummel, grummel. Reicht halt nicht, um 4 Leuten Ekstasewandler-Waffen zu machen, aber man kann mit der Methode eh nur 3 leveln. So, Luna Siegel. Das ist ihr Nirvana. Und der hat jetzt seine volle Stärke erreicht. Und jetzt, ja, ich denke, ich kaufe das einfach schon mal für Tidus, Riku und, ja, und Lulu. Hatte ich für Lulu nicht sogar? Nee, das war der MP1, den will ich nicht. Ich muss für mich gucken, mache ich mir mal eine Notiz, was ich an, dann zeige ich euch gleich erstmal diesen Level-Trick.
kann ich auch mal sehen, wie gut ist der wirklich. Ich habe ihn nämlich selbst noch nie benutzt. Und weil ich, wie gesagt, nie so ambitioniert an dieses Spiel rangegangen bin. Und dann werde ich mir fürs nächste Mal einfach gucken, dass ich mir um Lulus kleinen Trainingsrückstand auszugleichen, schaue, wo ich Turbo-Adder kriege. Dann kann ich nämlich irgendwie vielleicht, falls es ums Bestechen geht, vielleicht auch schon mal beschaffe, dass wir ab nächstes Mal mit MP1 und Zauber Turbo anrücken können. Das ist halt die Ability-Combo für Lulu schlecht oder für Schwarzmagier schlechthin. Denn MP1 gilt. Denn MP1 gilt vor Zauber Turbo. Also danach wäre noch lächerlich einfacher. Alle Zauber kosten 2 MP statt einem, aber verursachen auch die Hälfte mehr Schaden. Also du kriegst quasi für einen vernachlässigbaren Preis 50% mehr Angriffskraft. Magie-Angriffskraft. Sowohl für alles. Also sowohl Schwarz- als auch Weiß-Magie. Und ja, bisher fehlen uns halt einfach... Wir haben einfach noch nicht genug Turbo-Äther. Und das, denke ich, kann man wohl irgendwie beheben. Da werde ich halt einfach mal durch das Monster-Kapitel blättern müssen. Bis ich sehe, welche Gegner wir zum Klauen oder Bestechen gut Flexklau. Nein. Und was hatte ich gesagt? Lulu. Nein. Verkaufen. Schauen wir doch mal. Wir brauchen eigentlich keine Elementarschwerter mehr. Wir sind so spezialisiert inzwischen auf das Doppel-AP oder die Solaris-Waffe, dass sich das nicht ausgeht. Den brauchen wir auch nicht mehr. Nein. Die behalte ich noch. Einfach sicher. Giftschutz, Schlafer, Stummschutz. Okay, Stummschutz. Zumindest das kann weg. Nothast. Ich bin kein Freund von Nothast eigentlich. Die kommen jetzt alle raus. Wander, Wunder. Wer ist Wanderschwarz? Was hat er eigentlich gerade an? Das Felsschild. Verdammt, ich hätte das eine Wanderschild behalten sollen. Na, egal. So, der kann jetzt raus. Der Glimmerstein. Oh, wow. Gitarring. Der kommt weg. Die behalten wir. Die gibt zwar viel Geld, aber die ist halt... MP1 ist halt teuer. Ability-Klinge. Warum war sowas hier oben mit bei? Todesschutz, das ist ja alles noch schön und gut. Die ganzen Nothast-Sachen, klar. Den brauchen wir nicht mehr. Also, der Zauber konnte allein, denke ich, ist es nicht wert, die Solaris-Waffe aufzugeben. Deswegen... Der weg. Die ganzen Elementarspeere kommen weg. Die haben uns ja auch gute Dienste geleistet. Buchlanze, Stummspeer, Spinnenspeer. Aber die Zeit ist vorbei. Brauche ich für irgendwas noch den Hitzewein? Ich glaube. Falls doch, baue ich ihn hier. Walker. Ja, hat seinen Gegentreffer. Der Rest kann mich eigentlich. Muss mich nicht interessieren. Traumspiel. Ah. Alles weg. Zauberangriffsbälle. Ja, halt, ne, den behalten. Ja, das genügt erstmal. Oh Gott, haben wir viel. Wow, da hat sich auch nicht was zusammengeleppert. Dann kann ich für Yuna gleich auch noch einkaufen. Nicht Items. Oder? Items, irgendwas, was mangelt. Oh ja. Einfach mal so ein bisschen eindecken. Dann kaufe ich für Yuna auch noch eine, denn sie ist ja auch potenziell noch relevant. Ja. Schussen? Nein. Und ja, dann basteln wir. Nein, wir sortieren erst und dann basteln wir. Das sollte ich mir irgendwie angewöhnen, oder man könnte vom Umbaumenü aus dingsen, basteln. Und zwar, der ist natürlich auch ganz unten. Ekstasewandler. Ehrgeiz. Dann Meisterstab. Ist natürlich auch schön, dass man einfach mal ein paar Waffennamen sieht. Wunderrot. Oh, für Kimari habe ich vergessen. Wo ist ihr?
Hat sie... Was? Hä? Ich bin verwirrt, wieso kann ich... Achso, die kann ich nicht basteln. Ich bin ja gar nicht im Bau und verkaufen. Menü. Oh Gott, die Verwirrung ist real. Traktormeister. Und, ja genau, ich hatte sogar noch... Ach nee, das war so eine. Ja gut, dann ist es okay. Ich dachte, ich hätte noch eine leere Flexklaue übrig gehabt, aber das war die mit 15%. So. Eisenfrau. Okay, lustig. Lustiger Name. So, für Kimari noch? Für den Fall der... Für den Fall der Fälle. Ich meine, ich hab die Dinger. Das ist ja auch nicht die einzige Quelle. Umbau. Jetzt ganz nach unten scrollen wieder, weil ich das Sortieren vergessen habe. So. Tor der Zukunft. Wir haben jetzt die Hälfte verbraucht. Bisschen mehr, weil 50 haben wir verbraucht, 49 haben wir noch. Aber Tore der Zukunft, wie gesagt, man kriegt sie auch hier und da sonst noch. Und ja. Was macht... Also was... Warum ist das jetzt genauso toll, mögt ihr euch fragen? Und ich kann euch sagen, ich wäre vermutlich nicht selbst drauf gekommen. Ich wäre vielleicht auf die Idee mit dem Triumph gekommen. Dass man, dass man Triumph verwendet, um eben aus jedem Kampf am Ende nochmal ordentlich IP rauszujucken. Das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, aber glaubt mir, es wird getoppt bei weitem von der Idee, die sich der Schreiber dieses Lösungsbuchs ausgedacht hat, um aus einem einzelnen Kampf wirklich, hoffentlich, richtig, richtig hohe Mengen EPE rauszuziehen. Wie gesagt, also wenn 99.000 halt Maximum ist, dann wird das jetzt nicht so berauschend, weil... sehr viel höher kommen wir. Wir sind schon bei 28.000. Aber, man darf ja hoffen. Und, ja. Ihr seht, es dreht sich um die Monsterfarm. Und es dreht sich im Prinzip auf eine ganz um eine ganz bestimmte Kombination von Monsterverhalten, Angriffseigenart und Ausrüstung. Und zwar... Wir leveln jetzt erstmal. Wir brauchen jemanden mit Wiederbelebung. Also ist Yuna wohl zwangsweise dabei. Dann leveln wir erstmal die drei. So, das ist schon ganz okay. Ja, Rüstung ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass sie den Ekstasewandler anhaben. Habe ich jetzt echt zwei leere Klauen? Yep. Oh, wow. So verschwendet man Geld, Leute. So, dann ist der Ekstase-Typ wichtig. Man stellt sich die Frage, wer von den dreien hat am meisten Gegner getötet? Das ist in diesem Fall relativ einfach, nämlich das ist Tidus. Die anderen zwei stehen auf Zorn. Das Problem ist, sie hat keinen Zorn. Das ist schlecht, aber dann bleiben wir bei Barmherzigkeit, das ist das Zweitbeste. Speichern wir nochmal. Ihr ahnt vielleicht schon, worauf ich hinaus wollte, wenn ich sage, wer von denen hat am meisten Gegner getötet. Denn wir gehen jetzt hier hin. Sagen, wir wollen nicht plauschen. Kämpfen. Und zwar in der vergessenen Grotte gegen einen Thunder. 3000. Also, ne, der kostet schon. Aber, glaubt mir, es lohnt sich. Denn, vergesst nicht, Riku bekommt jetzt Ekstase, wenn jemand anders Schaden kriegt. Tidus bekommt Ekstase, wenn er selbst Schaden kriegt. Überraschung. Oh, der stirbt ein bisschen schnell. Und er kontert nicht. Was soll das denn? Jo. Bleib mal wach hier. Ernsthaft? Okay. Yuna hat noch bisher null Gegner getötet. Das beeindruckt. Das war nicht ganz der Plan, muss ich gestehen. Das Problem ist gerade, sind gerade die etwas geringen TP der Tomberis. Aber wir machen es einfach nochmal. Vergessene Grotte Tomberis. So. Und zwar diesmal vielleicht. Beziehungsweise gehen wir diesmal etwas geschickt daran. Wir klauen mal kurz. Ich meine, kann ja mal, ne? Todesschatten. Fluch aller, ja. Also die Idee ist, dass Tidus angegriffen wird.
Schaden kriegt, Tidus angreift, Schaden, den Konter reinkriegt, lächerlich viel Schaden macht, lächerlich viel Schaden bekommt und dementsprechend die Ekstase leistet bei allen dreien, also bei allen zwei, weil Yuna halt auf Heilung ist, entsprechend explodiert. Deshalb habe ich ihn jetzt auch mit Protis gebufft, damit er weniger Schaden von Tidus nimmt. So, jetzt dürfte das Ganze mal passieren. Plopp. Ne, der hat ein paar Viecher getötet, also kriegt er auch ein bisschen Schaden. Ja, jetzt geht er halt auf uns zu. Und Yuna belebt halt. Komm hier, fettes Erzengel. Wir stehen hier direkt am Speicherpunkt, also ich will es ja eh nicht so lange ziehen. Ich will es ja erstmal ausprobieren, ob es sich lohnt. Warten. Ach halt, warte mal. Am besten schmeißen sie eine High Potion auf den Heini. Und kriegt dafür den Konter rein. Oh mein Gott, da hat Rico, Yuna hat gleich mehr zu heilen. Das hätte sie auch machen können. Yuna, hast du. So. Vigra auf den da. Das ist sie dann. Unsere Ekstase-Leisten bewegen sich im Moment halt überhaupt nicht. Weil. Ne? Klar, alle unsere Ekstase, die wir kriegen, wird umgewandelt. Und ja, wenn man das jetzt halt einfach so eine Weile durchzieht, wenn man stärker ist, kann man da auch eine konstruierte Version des Tomberys namens John Tomberry verwenden. Um, mit der kontert wohl jeden Angriff wirklich und ist dementsprechend da natürlich ein bisschen berechenbarer. So, aller und jetzt geht das. Das machen wir jetzt im Prinzip die ganze Zeit. Er kriegt den Hit rein, er kriegt die Ekstase. Und ja. Die Ekstase, die bekommen wird und dementsprechend umgewandelt, die wird natürlich für jeden Charakter einzeln gerechnet. Das heißt, zum Beispiel, falls es für Tidus ein Problem ist, dass seine Ekstase voll ist, dann wird das nicht weiter dramatisch, weil er... dann kriegt er zwar weniger EP, aber für Riku funktioniert die Technik immer noch. So, was wir jetzt halt vor allem machen müssen, ist den Tomberry hochhalten. Denn töten können wir ihn ja schnell. Ja, die Konter auf Yuna sind jetzt halt wirklich absolut irrelevant. Es ist halt schon cool, dass sie absolut nichts getötet hat. Und hopp. Und da ist wieder der Konter. Ich glaube, jetzt langsam töte ich den auch mal, einfach um die Technik zu sehen. Ich kann ja mal gucken, was so ein Tomberry normalerweise hätte geben sollen. An Erfahrung. Monsterliste, T, wie... Nein? Nein? Nein, hallo, T. Sind, Teilchen, Tomberry. Da. Wo bin ich? Stopp. Warten. Und dann dürfte Tidus den jetzt, wenn er mal dran ist, über den Jordan schicken. Sogar vernichten. Dann sollte der geben so um die... Und ja, okay, da. 9750. Ja, 9750 eigentlich. Das heißt, wir haben knapp 30.000 EP gemacht. Mit dieser Taktik gerade. Die wird natürlich noch umso effektiver, je mehr wir an anderen Orten normal leveln. Und wenn sie hier zum Beispiel Zorn hätte, oder wir einfach, ja, wir können jetzt Yuna halt nicht zum, Yuna eignet sich dafür jetzt halt nicht so gut, wie wir festgestellt haben, weil sie keinen Zorn hat. Wenn wir da Lulu jetzt reinstecken würden, zum Beispiel, dann an ihrer Stelle, was ich vermutlich auch gleich tun werde. Kann Lulu wiederbeleben? Ist das da zufällig... Also sie kann noch nicht wiederbeleben, aber ich glaube, das, worauf sie da gerade zu eiert, ist Erzengel. Nee, Regener. Dann sollte sie Erzengel doch schon haben. Ability, Lulu... Erzengel, da ist es. Sie kann wiederbeleben. Ja, wunderbar. Dann könnte ich das jetzt im Prinzip einfach 1000 Mal wiederholen. Und halt auch entsprechend lang. Ne? Also diesmal dann wirklich richtig lang, sodass... das einzige Problem ist natürlich, dass sie dann kein... also jeweils bis die MP alle sind vermutlich. Ups.
dummer Stick. Jeweils bis die MP alle sind. Und dann gibt es halt so, ja, halt so ein paar zigtausend EP. Ne, und ihr habt gesehen, das waren jetzt 30.000. Hätte ich dreifache Ekstase bekommen, hätte ich statt 30.000 extra oder 25.000 extra entsprechend das Dreifache bekommen, dann wäre ich schon fast an der 100.000er Grenze. Doppel-AP drauf, fertig. Ne, also man könnte schon fast sagen, Triple-AP und Triple-Ekstase lohnen sich überhaupt nicht. Aber ich werde mal schauen, welche Items ich zuerst kriege. Triple-Ekstase werde ich vermutlich schneller kriegen, aber... Ne, ich lasse es da mal ganz entspannt angehen. Und, wobei... Wie viele Doppel-APs kann ich bauen? Eins. Okay, dann lohnt sich das eh nicht. Weil ich will nicht, dass ein Charakter mit Doppel-AP da weg, davon levelt. Ja. Ich denke, wir lassen es hierbei einfach gut sein. Die Omega-Rotte kommt nächstes Mal. Ich werde vermutlich hier so ein bisschen grinden. Auf die Weise. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Das heißt, ich werde vermutlich rausgehen oder Ausrüstung verkaufen. Dann, hier gegen Tomberis kämpfen. Schön in Ruhe. Ganz entspannt. Und dann... Irgendwann bin ich fertig und... Ja, dann passiert Shit. Und wer weiß, wie viele Level ich dann halt gemacht habe, ne? Das kann ich halt echt nicht sagen. Hängt halt auch davon ab, ob bei 99.999 Schluss ist bei den Abbrechen. Also, bis dahin sage ich einfach mal, habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal zeige ich euch dann die Omega-Grotte. Die ist groß. Da werden wir einiges zu sehen haben. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.